Hallöle Leute und herzlich willkommen zurück hier bei Grim Dawn. Ich habe gerade mal spaßeshalber noch bei einem Händler nachgeschaut und habe da ein eiskaltes Zepter des Weisen gefunden. Und das finde ich ziemlich nice, denn im Gegensatz zu unserem geladenen Opfermesser, seht ihr hier, wir machen 207 Schaden mehr pro Sekunde. Dadurch, dass wir hier plus 2 Punkte auf unser Panettis replizierendes Geschoss haben. Das heißt, gucken wir uns hier einmal, Moment, unsere Skills an. Können wir hier sehen, dass wir auf 18 von 16 sind. Und das ist schon ziemlich nice. Und deshalb dachte ich mir, weißt du, gebe ich doch einfach mal die 27.000 aus. Und dafür geht's uns jetzt besonders gut. So. Neuer Tag, neues Glück. Beziehungsweise für mich ist es tatsächlich noch der gleiche Tag, aber jetzt mit freier Festplatte. Ich habe euch ja leider schon vorgewarnt, dass hier jetzt alles wieder gerespawnt haben wird. Das ist ein bisschen problematisch, aber auch auf der anderen Seite gar nicht allzu schlimm. Ich hoffe einfach, dass wir relativ unbescholten hier durchkommen werden. So, ich mache hier nur das Nötigste. Auf dem Weg nach draußen in die neuen Gebiete. So, da kommen auch noch neue. Eigentlich könnt ihr mich mal kreuzweise, wisst ihr das? Komme ich auch gar nicht drüber. Oh. Immer wenn ich das Spiel frisch aufmache, fängt es auf einmal plötzlich kräftig an zu ruckeln. Ich weiß nicht warum. Und gefallen tut mir das auch nicht. Oh, ich wusste gar nicht, dass die Dinger respawnen, wenn man... Oh, das gefällt mir gut. Das gefällt mir sogar sehr gut. Und das war es einfach mal. Ja, das war sehr entspannt. Das war sehr, sehr entspannt. So, ein paar Baupläne. Nö, das will ich nicht. Das will ich auch nicht. Gut. Supi. Einfach mal ein paar schöne Erfahrungspunkte mitgenommen. Man gönnt sich ja sonst auch nicht so viel. Da kann man hier mal ein bisschen in die Vollen schlagen. Apropos Schlagen. Ich habe plötzlich das Bedürfnis, hier ein paar Gesichter einzuschlagen. So. Du kommst noch weg. Hervorragend. Hier haben wir unsere ganzen Feuerfreunde. Die Feuerfreunde. Woo! Yeah! Party! Feuerwerk! Silvester! Woo! Yeah! Entschuldigung. Manchmal übertreibe ich es ein bisschen. Ich weiß. So. Komm, dann machen wir noch euch weg, weil ihr hier eine Kiste im Haus habt. Und das finde ich ja persönlich ein bisschen frech, dass ihr mir die Kiste noch nicht freiwillig gegeben habt. So. Da haben wir vor den Toren noch ein bisschen was. Okay. Haben wir es jetzt? Ja? Alles geregelt? Gut. Dann ist es jetzt an der Zeit, in neue Gebiete zu gehen. Das haben wir doch relativ... Oh. Apropos neue Gebiete, da meint das Spiel direkt erstmal wieder einen kleinen Ruckler raushauen zu müssen. Weiß ich nicht, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach doch, ging ja gar nicht mal so lang mit dem durch alte Gebiete durch. Ich glaube, es hätte länger gedauert, wenn wir wirklich versucht hätten, am Hafen in neue Gebiete zu kommen, weil da hätten wir erstmal nochmal komplett durch den Hafen gemusst. Aber so sind wir doch, glaube ich, ganz gut bei der Sache. So, da kommen wir nicht rüber. Das ist komplett mit den ganzen Leichen versperrt. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Hier vor haben wir nichts. Okay. Bisschen Essensration. Tach. Wer seid denn ihr? Harvey, der Herumtreiber. Du hast meine Tür zerstört. Nein, die verfolgten untoten Männer. Ich höre, sie werden Klein Walter und mich finden. Warte, bist du verfault? Nein, nein, nein. Denn sonst könntest du uns nicht finden. Sie würden nie auf die Idee kommen, hier zu suchen. Aber Devil's Crossing ist sicher. Ich könnte euch dorthin bringen. Aber ihr seid aus Burridge. Seid ihr jetzt schon die ganze Zeit hier? Ja, ja. Ich wusste, dass die Verfolgten kommen würden. Ich wusste es. Ich habe versucht, ihnen zu warnen, auch um meine Familie. Aber es hielten mich alle für verrückt. Ich wollte sie retten, aber ich konnte einfach nicht hierbleiben. Verstehst du nicht? Ich hatte keine Wahl. Ich musste mich verstecken. Nachdem die Verfolgten jeden in der Stadt getötet hatten, alle außer Klein Walter, kam ich zurück. Das ist clever. Verstehst du das nicht? Sie sind jetzt im Sumpf. Aber sie würden nie auf die Idee kommen, nochmal in der Stadt zu suchen.
Was, wisst ihr denn, wo sich der Aufseher befindet? Nein, 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 nicht der. Wohnt an der Straße auf dem Hügel im bösen Haus, in den Leute schreien. Immer schreien. Ich wusste schon immer, dass mit dem irgendwas nicht stimmt. Leute hielt mich für verrückt, aber wer ist denn jetzt verrückt? Das ist wirklich sehr hilfreich, ja. Aber, habt ihr denn eben hier mit der Puppe gesprochen, bevor ich reingekommen bin? Welche Puppe? Bist du verrückt? Das ist mein Sohn. Hör auf, so über ihn zu reden. Sieh ihn dir an, er lebt. Nein, besser, er ist perfekt. So glatte, perfekte Haut. Nicht so wie ein Verfaulter dort draußen. Ich werde die Verfaulten beseitigen, keine Sorge. Was? Nein, nein, nein. Wenn du sie tötest, kommen sie zurück. Sie suchen die Lebenden und sie finden Harvey und Klein Walter. Hier sind wir sicher. Sie werden die suchen. Du wirst alles ruinieren. Devil's Crossing ist sicher. Nein, nein, das kann ich nicht glauben. Nur hier ist es sicher. Hier müssen wir bleiben. Ja, ja. Ich bestehe darauf, dass ihr mitkommt. Das ist zu eurem Besten. Ich kann nicht zulassen, dass du mir das kaputt machst. Ich werde mir Walter nicht wieder wegnehmen lassen. Echt jetzt? Echt jetzt? Junge, warum? Na gut, ach, hätte ich ihn doch einfach da gelassen. Ich dachte, ja, vielleicht kann ich ihn ja noch überreden. Naja, Mensch, im Endeffekt, also wir haben ihn zumindest überredet, von da wegzugehen. Und wir haben ihn einen ganzen Raum weitergeprügelt, ja, den armen Kerl. Der arme Harvey, nur wenn man ein bisschen verwirrt im Kopf ist. Naja, gut. Was soll man machen? Wenn er uns plötzlich angreift, werde ich mich natürlich verteidigen, ne? Traurig, aber nicht großartig zu ändern. Ich hole mal unseren Rabinski, unseren Vincent hole ich einfach mal wieder zu uns. Dass der so ein bisschen unsere untoten Freunde ablenken kann. Naja, da können wir wenigstens von Glück reden, dass Klein Walter wenigstens wirklich nur eine Puppe war. Hoffentlich nicht so im Style von Chucky der Mörderpuppe, weil sonst, glaube ich, haben wir es bald nicht mehr so einfach, wenn ich mich hier auslogge. So, ich sehe auf jeden Fall wieder ganz viele Höhlen, ganz viele Story-Fortschritte, wenn ich so auf die Sternchen schaue. Ein Devotionsschrein sehe ich, das gefällt mir auch sehr gut. Aber ich sehe auch, was sehe ich sonst noch? Ja, vor allem ganz viele Höhlen. Entweiter Schrein. Legen wir doch einfach mal los. Sollte, glaube ich, nicht allzu schwierig werden. Da ist noch jemand gespawnt. Da spawnen sie unter uns. Der Kalte. Das war's schon. Da kommt nicht mal ein Großer raus. Jacke des Revolverhelden. Naja gut. Wenn da nicht mal ein Großer meint, rauskommen zu müssen, ist das Ganze ja umso entspannter. Okay. Das haben wir. In den Keller sollen wir rein. Die Frage ist es der Keller, wo wir den Aufseher finden, oder ist es der Keller, wo wir den Lehrling von Kasparov finden? Beides möglich. Wir haben hier auch noch ein Sternchen auf einem anderen Keller, aber das kann sowohl das eine als auch das andere sein, denn eventuell... Hallo? Ja. So bist du wenigstens schon mal down. Ja, denn eventuell ist das das gleiche Höhlensystem. Und dann haben wir da gar nichts gekonnt. So, hier ist der andere Keller. So, weg mit dir. Ich bin jetzt ein bisschen langsam, aber das passt schon. Genau, hier ist der andere Keller. Ist halt schwierig zu sagen. Ich möchte aber auch ehrlich gesagt nicht zu schnell zu weit kommen. Das ist mir so ein bisschen zuwider. Weil ich würde die Erfahrungspunkte, die ich für die ganzen Viecher hier kriege, schon gerne mitnehmen. Bevor ich dem Aufseher gegenüber trete. Und dementsprechend... Ja, ist schwierig... für sich herauszufinden, was man jetzt genau tut. So, ich sehe zwar nichts, aber solange es stirbt, wird es schon richtig sein. So, da haben wir auch einen Gang in den Keller. Ach, ist das alles kompliziert. Ja, was mache ich? Gehe ich hinein in den Keller? Der Lehrling des Erfinders. Ah! Ja, ich gehe in einen der Keller. Hallo, ihr Aasfresser. Jemand war vor kurzem hier. Ich hoffe, das bedeutet nicht, dass jemand vor kurzem von Aasfressern filetiert wurde. So,
sondern einfach wirklich nur, dass jemand vor kurzem hier war. Hier muss ich immer kurz schauen. Da war nichts Gutes. Das kann ich kaputt machen. Hi, Dalet. Dalet Johansson. Leute, ist gut mit euch? Ich würde hier gerne erstmal reden. Ich kann nicht glauben, dass mich hier draußen niemand gefunden hat. Ich bin in diesen Keller gegangen, um nach Vorräten zu suchen, und wurde von den Toten von der Oberfläche abgeschnitten. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Kasparov schickt mich. Ich kann ein Riftgate für euch öffnen und euch in Sicherheit bringen. Das kannst du? Das weckt zwar nicht gerade mein Vertrauen in dich, aber andererseits mag ich die Alternative auch nicht. Portal auf. Sichere Reise. Supi, dann haben wir sie schon gefunden. Das ist sehr schön, meiner Meinung nach. Dann reinigen wir eben noch schnell hier ein bisschen den Keller. Kann dir sicherlich nicht schaden, die Ätherischen hier loszuwerden. So, das nehmen wir noch. So. Hallo. Adios. Großer Keller. Großer Keller, viele Ausgänge. Viele Monsterchen, aber schwache Monsterchen. Level 18. Hier siehst du fast Level 21. Vielleicht kommt ja noch irgendwas, vielleicht... So, das war erstmal schon mal gut. Auch wenn ich nicht richtig nachdenken kann, während ich Sachen einsammle. Vielleicht, wie heißt es, skaliert ja noch irgendwas, wenn wir gleich unser Level up haben. Das könnte natürlich sein. So, wenn ich hier rausgehe, wo bin ich dann? Dann bin ich hier in dem Ding. Okay. Weiß ich Bescheid. Bin auf dem Markt raus. Wobei, ich finde, das müsste eigentlich dann gedreht sein, die feuchte Keller-Map. Aber gut. Muss ja nicht. Wir kommen ja auch so irgendwie klar. Wo geht ihr denn her? Habe ich euch noch nicht besiegt? Das ist ja ein bisschen frevelhaft. So, das nehme ich noch mit. Oh, Schrott. Das nehme ich gerne. Da haben wir noch eine verwesende Leiche. Brustschutz des Nachtjägers. Ich glaube, wird nichts für uns sein. Aber es ist trotzdem Gutes zu haben. Aber wo kommen wir hier raus? Ach, hier kommen wir jetzt hier raus. Okay. Gut, also war das jetzt ein Keller. Das finde ich sehr akzeptabel. Gut, gut. Das haben wir geschafft. Level 21 ist schon fast vor der Tür. Das finde ich auch sehr schön. Dann wollen wir mal weiterschauen. Hier haben wir... Was machen denn Sliths hier? Also, ganz ehrlich. Warum? Ja, es ist so ein bisschen moorig hier, aber das ist ja nun nicht... So, der ist down. Hier brauche ich Dynamit. Ätherbarriere. Es wäre ein mächtiges, arkanes Ritual notwendig. Ah, okay, hier brauche ich kein Dynamit. Das ist die Straße, die wir nehmen können, um zum ersten DLC zu kommen. Zu den Aschen von Melmoth. Aber so weit sind wir ja noch lange nicht. So, du kommst hinweg. Adios. Macht's gut. Oh, da ist ein Heldenmonster. Es will sich nicht wirklich mit uns abgeben, weil es einfach wegrennt, aber es ist da. Und es schenkt uns ein kleines Level-Up. Ist das nicht schön? So freundliche Heldenmonster, die uns einfach mal das Level abschenken, das wir uns schon so lange ersehnt haben. Herrliche Sache. So, du bist tot, du stehst auch nicht mehr auf. Gegen wen habt ihr denn hier geboxt? Oh, ey, hallo. Hallo? Okay, das war gerade ein Fall von, die Steuerung macht irgendwie, was sie will. Kaputt, da war auch nichts drin. Hey, hi. Warum spawnt ihr denn hier? Gut, dann haben wir das auch erledigt. Dann haben wir einen Devotionspunkt. Ätherwiderstand. Das ist jetzt nicht so genial, aber muss trotzdem alles erledigt werden. Holen wir uns mal den 20er hier.
Das schadet nie sowas. Arcana Wille. Wird aktiviert, wenn das Leben unter 75% sinkt. Nicht schlecht. Aktiviere ich mir einfach mal. Dreist, wie ich bin. Gut, das haben wir erkundet. Dann würde ich sagen... Nee, da kommen wir gar nicht durch, ne? Da kommen wir gar nicht durch. Nee, das ist abgeschlossen. Ein abgeschlossener Bereich. Ja, dann führt ja quasi gar kein anderer Weg dran vorbei. Ich dachte, ich könnte jetzt erstmal schnell irgendwie den Pfad zum Hafen verbinden. Aber dem ist nicht so. Hier haben wir noch einen Kellereingang. Ich gehe trotzdem erstmal zum Hafen. Komme, was da wolle. Ich probiere erstmal mein Glück. So, da haben wir noch eine Kiste. Ein Magnetstein. Bams. Bams. Da war tatsächlich auch wieder was drin, aber nichts, was wir gebrauchen können. Echt jetzt? Das heißt, man muss da wirklich vom Hafen aus rein oder kann man, ich kann eventuell hier durch den Keller. Und das verbindet den Hafen mit dem anderen Gebiet hier, wo wir gerade sind. Das wäre natürlich optimal. Da müsste ich zwar einmal hin durch den Keller und einmal zurück durch den Keller und wäre auch nicht so gut vom Zeitmanagement her, aber man könnte es zumindest eher verkraften, als nochmal einmal durch den kompletten Hafen zu müssen. Finde ich. Okay, Schrott haben wir noch gefunden, das ist gut. Glaube ich. Eisenstücke. Wie das duftet. Kräftig, deftig und würzig und gut auch noch manchmal. Ja, der modrige Keller könnte eventuell zum Hafen führen. Eventuell. Hier sonst irgendwas? Das kriege ich nicht kaputt. Level 17. Nur Level 17. Ihr armen kleinen Aasfresser. So schlechte Level habt ihr auch nicht verdient. Sogar die große Level 19 Spinne können wir one-hitten. Also, ja. Nicht besonders stark, die Kollegen hier. Ich weiß, ich sag das jetzt und wenn wir dann beim nächsten richtig großen Bossgegner sind, dann werde ich wieder blöd gucken. So wie bei Gutworm, der alte Penner. So, klapprige Leiter. Einmal schön nach oben. Bitte sag mir. Doch, das sieht gut aus. Das könnte uns genau dahin geführt haben. Ja, wo ich hoffe, dass wir hingekommen sind. Spitzenmäßig. Richtig, richtig gut. So, genau. Dann stehen wir hier nämlich vor der Tür. So, hier können wir auch nach oben. Hallo, hallo. Beschädigte Klaue, kochendes Blut. Also es lohnt sich wirklich, diese Dinger hier kaputt zu machen. Immer mal ist da was drin. Also ich glaube, dieses eine Mal, wo wir da die Geschichte gefunden haben, das Schriftstück, bisher ungeschlagen. Gut, außer dass ich es zwar nicht vorgelesen habe, ne, aber es ist trotzdem wichtig, finde ich. So, Froststahl. Zerbrochener Magnetstein. Schön. Das Häusli ist auch leer. Und hier wird wieder ordentlich Aas gefressen. Ich habe schon richtig Hunger, Leute. Habt ihr auch Hunger? So ein bisschen Aas zum Mittag? Oder zum Abend vielmehr. Ich weiß ja nicht, wann ihr diese Folge hier seht. So, das war es auf jeden Fall. Jetzt sind wir hier schon wieder im bekannten Gebiet. Nichts mehr Neues für uns. Nur noch ein paar Aasfresser. Ach, so viel zu nichts mehr Neues für uns. Hier oben waren wir doch noch nicht bis ganz am Ende. Aber viel mehr als den zerbrochenen Magnetstein. Gib es dir nicht. Was schade ist. Na gut. Das haben wir also erreicht. Klasse. Ja, und jetzt ist die große Frage.
Nein, es gibt eigentlich keine große Frage. Jetzt ist leider die große Lösung unseres Problems, auf dieser Seite hier festzusitzen. Hallo? Bitte da rein. Nochmal hin durchzugehen. Was ist denn hier? Warum spawnt hier einfach was? So kenne ich das doch gar nicht. Aber schön. Ich nehme alles mit. War auch interessant, ne? Erzählt auch so ein bisschen so eine Mini-Geschichte, die sagt, wir haben die Aasfresser verscheucht und jetzt ist hier Platz für die Spinnen. Habe ich das Ding hier nicht aufgemacht? Ich bin ja einer. Ging ja schnell, ne? Also, alles gut. Hier sind wir auch schon wieder zurück auf der anderen Seite. Aber die Folge ist auch schon fast rum, wenn ich so gucke. Also hat alles mit dem Aufräumen doch so ein bisschen länger gedauert, als ich angenommen hätte. Aber Hauptsache, wir haben es geschafft. Da waren ganz viele Tagebücher. Ja, sieht so aus, als wäre das hier das Einzige, wo wir noch hin können. So, weg mit euch. Hallo, ihr Feurios. Bam, bum, bum. Kabum, kabam, kablamo. Und ihr werdet alle erschossen. Yay, und kapeng. Da war auch viel hier drin. Meine Güte. So. Duppidupidu, da war noch einer. Freunde, so langsam, aber sicher geht ihr mir ganz schön auf den Keks. Wisst ihr das? So von der Menge, die ihr seid. Hier noch Aufseher Kriegs Tagebuch. Ganz viele schöne Tagebücher. Wahrscheinlich sollten wir die alle lesen, um die Lore zu verstehen. Ist sicherlich das Sinnvollste, aber nicht das, was ich tun werde. Okay. Das wäre das Häusli gewesen. Und hier geht's in den geheimen Keller. Hallo, geheimer Keller. Stimmt, ich muss hier noch einen Geist vergeben. Tagebuch Eintrag 3. Tagebuch Eintrag 4. Und hier noch mal ein anderes Tagebuch. Gut. Was haben wir hier? Wort des Schmerzes. Naja, das ist nicht so stark. Der auch nicht. Oh, du schon mal gar nicht. 130 Rüstung. Ne, im Endeffekt nicht, aber... Oh, die ist tatsächlich sogar besser. Plus 12% auf alle Schadenstypen. Ja, ja, okay. Ja, dann. Haben wir doch schon gefunden, was wir brauchen. Und haben jetzt um einiges mehr Rüstungspunkte. Physischer Schaden, den brauchen wir nicht. Nee. Nee, nee, nee. Gut. Dann. Die Holztür. Die... Oh! Hier ist noch ein Riftgate. Das muss der Keller des Aufsehers sein. Ja, schön. Rift im Keller des Aufsehers. Schick. Wusste ich gar nicht mehr, dass es hier noch eins gibt. Wurde ja, glaube ich, auf der Map auch gar nicht so angezeigt. So, Kasparov. Beziehungsweise Dalet. Vielen Dank, du hast mich rechtzeitig gerettet. Kasparov hat keine Zeit verschwendet und mich zurück an die Arbeit geschickt. Ich bin hier, wenn du mich brauchst. Frag einfach. Gern geschehen und danke. You're back. Is there anything I can help you with? Ja, könnt ihr mir Erfinderdienste anbieten? That poultry stuff? Busy work. Speak with my apprentice, she handles the menial labor. Gut, in Ordnung. Kann ich das hier nicht? Nee, kann ich nicht. Was ist das denn? Bergung. Beim Erfinder kannst du Komponenten von Gegenständen zurückgewinnen und unerwünschte Gegenstände im Herstellungsmaterialien zerlegen. Okay, lege einen Gegenstand mit einer angebrachten Komponente oder Verbesserung in die Kammer. Kammer! Ach so, Verbesserung. Wenn die Verbesserung entfernt wird, wird sie zerstört, aber auch sämtliche seelengebundene Eigenschaften, die durch die Verbesserung entstanden. Okay, ja. Gut, ist,
Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt schon brauchen. So, hier haben wir nichts Besseres, ne? Wie auch. Minus 500. Sehe ich nicht, dass wir das tun werden. So, das haben wir. Oder hast du noch irgendwas Geiles, wo wir noch plus 1 extra kriegen für unsere Panzerotti-Dinger? Ich glaube ja eher nicht. So, Kollege. Stufe 23, Stufe 24 waren es. Okay. Kritischer Schaden, Blitzschaden. Eigentlich ziemlich genial. Machen wir einfach mal. Für das hier. Was bist du? Giftschaden, Säureschaden. Kälteschaden. Blutungsschaden. Ach ne, machen wir wieder Kälte drauf. Ja, passt. 14 Ringe habe ich noch. Dann kriegst du hier noch einen Ring. Rüstung. Leben. Immer gut. Zur Hose. Haben wir so eine scheiß Hose. So, machen wir uns einfach mal komplett voll. Schadet nicht mal ein bisschen besser ausgerüstet zu sein. Gut, Leute. Das wär's dann für die heutige Folge. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Wir haben jetzt ja auch keine Nebenquest mehr über. Das heißt, wir müssen nur noch Aufseher Creek finden. Und mal schauen, ob wir den in der nächsten Folge in seinem Labor schon aufstöbern können. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.